Naja, also ich habe mit glaube ich, mit 5 Jahren angefangen. Durch mehr oder weniger Zufall. Freunde der Familie schleppten mich mal mit ins Studio und sagten, ja, hier, der kann toll lesen und gut sprechen. Und ja, dann bin ich da halt irgendwie so reingerutscht. Als Kind ziemlich viel synchronisiert, dann hatte ich so ein paar Fernsehauftritte. Ich finde, das Tolle ist eigentlich wirklich die Abwechslung. Da habe ich wirklich das, wie ich finde, große losgezogen, weil ich einfach, ich schreibe 2 Wochen, dann gehe ich mit dem Buch ins Atelier, nehme den Film auf, dann sind es wieder neue Leute, mit denen ich zusammenarbeite, dann lese ich vielleicht hier ein Buch 3 Tage oder 5 Tage, dann schreibe ich wieder, dann spreche ich vielleicht einen Film, und so ist einfach die Abwechslung ist eigentlich das Tolle, finde ich, an meinem Job, und finde, habe da echt großes Glück gehabt, dass es sich so entwickelt hat. Meine Büroklammer, ja. Ja, ich weiß auch nicht, das ist so ein Tick von mir, keine Ahnung. Ich brauche immer so eine Büroklammer in den Händen, während ich lese, um damit so zu spielen, um, weiß ich nicht, meine Nervosität zu unterdrücken oder, keine Ahnung, um einfach meine Hände zu beschäftigen, damit sie nicht ständig Geräusche an meiner Hose oder meinem Hemd produzieren. Mit dem Schreiben und Regie führen, das fing so vor, weiß ich gar nicht, 6, 7 Jahren, glaube ich, an. Ja, das ist ja in unserer Branche oft so, dass es gibt ja keine Ausbildung dafür, deswegen ziehen sich die Firmen oder ja, die Branche zieht sich ihren eigenen Nachwuchs eigentlich so über die Jahre dann immer heran, und irgendwelche Leute, Produktionsleiter oder Firmenchefs entscheiden dann eben, der könnte das vielleicht, und dann bietet man, wenn er Glück hat, bietet man ihm dann eben eine Regie an, und bei mir war das auch so. Meine erste Regie war dann eigentlich Lost, so eine amerikanische Fernsehserie, die ja jetzt auch gerade noch läuft, glaube ich. Ich wollte alles Mögliche werden, vom Chemieprofessor. Dann wollte ich wirklich eine Zeit lang auch richtig Schauspiel, so Theater, also die Theaterrichtung beschreiten, und habe dann aber auch gemerkt, das ist eigentlich nicht so ganz mein Weg. Das war so mit, ja, weiß ich nicht, 20. Dann habe ich eine Zeit lang beim Film gearbeitet, aber hinter der Kamera, also als Regieassistent und Aufnahmeleitung und Produktion und so weiter gemacht, ein paar Jahre. Und dann habe ich aber gemerkt, also das ist auch ein Knochenjob, wenn man Familie will und auch ab und zu mal für seine Kinder da sein will und nicht nur so irgendwie alle 3 Monate mal dann wieder auftauchen, dann funktioniert das einfach nicht. Und ich habe 3 Kinder, und also das ist für mich eigentlich, dann hat sich herausgestellt, dass der Job, den ich jetzt mache, wirklich einfach das Perfekte ist, weil man auch mal sagen kann, an dem Nachmittag kann ich nicht, da hat meine Tochter ein Vorspiel oder so. Und Synchron lief eigentlich immer nebenher so weiter, aber dass es jetzt wirklich dann so mein Beruf geworden ist, das ja, ist jetzt vielleicht seit 10 Jahren oder sowas so. Meine Tochter hat tatsächlich schon auch bei mir ein paar kleine Rollen gesprochen in meinen Filmen, also die ich dann aufnehme. Ob sie jetzt in meine Fußstapfen tritt, weiß ich nicht. Ich versuche das so ein bisschen klein zu halten. Also sie soll ja auch spielen und Zeit für sich haben und Freunde und so weiter. Soll jetzt nicht ihre ganze Kindheit im Atelier verbringen. Aber wenn sie Lust hat und daran Freude hat, und im Moment sieht es so aus, also kann ich es mir schon vorstellen. Sie ist auf jeden Fall talentiert. Ich finde, es ist ein toller Beruf, natürlich, absolut. Also sonst würde ich das, glaube ich, auch gar nicht mehr machen. So sehr bin ich eigentlich mit diesen Fragen, ja, also ob das jetzt toll ist oder so, bin ich eigentlich nicht konfrontiert. Also die meisten Leute finden es schon sehr interessant, wenn sie erfahren, dass man in der Synchronbranche tätig ist, weil das ja wirklich immer noch so eine, ja, versteckte Kunstform ist, über die ganz wenig gesprochen, geschrieben, geredet wird. Und ich glaube, es ist dann immer noch komischerweise bei vielen Leuten so ein, ach ja, stimmt, das gibt's ja auch noch. Also man sieht ja eigentlich den Film und konsumiert den einfach so und denkt ja im besten Fall ja auch wirklich gar nicht darüber nach, dass es eigentlich sich um amerikanische, französische Schauspieler handelt, die ja eigentlich in ihrer Muttersprache reden. Und so soll es ja eigentlich auch sein. Also es soll ja eigentlich möglichst normal und natürlich rüberkommen. Deswegen stellen sie dann schon Fragen, wie das eigentlich so funktioniert und so, aber naja, also tiefer geht es dann halt meistens auch nicht. Also was mir wirklich mal ganz, ganz doll am Herzen gelegen hatte, war Herr der Ringe, diese Rolle Frodo zu sprechen. Das war ja wirklich ein Traum, der da in Erfüllung gegangen ist, weil ich schon als Kind und Jugendlicher
die Bücher, also ich weiß nicht, wie oft ich Herr der Ringe gelesen habe, bestimmt 10-mal. Also als das dann so kursierte in der Branche und man suchte den Frodo und ich wurde dann tatsächlich eingeladen zum Probesprechen und ich gewann dann dieses Casting, das war schon richtig, also das war wie vorher bestimmt oder so. Also da dachte ich, ja, das musste so sein.